Lekkers! Lekkers! Tepatla, lekkers! 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 Tepatla, lekkers! Lekkers! Tepatla, lekkers! Tepatla, lekkers! Mr. Jim, ein Maschinengewehr. Ja, ja, ihr seht's. Schon gut, Tuffel, schon gut. Verletzte? Vier. Einer ziemlich schwer. Ich will Madel über Funk rufen. Bringen Sie zur Krankenstation. Sie brauchen erste Hilfe. Los! Ich muss eine Nachricht nach Samo durchgeben. Du hilfst, die Verwundeten verbinden. Mr. Jim und Captain Madel. Captain, haben Waffenschmuggler überrascht. Lieferung kam vom Festland. Sie umfasste Karabiner, Handgranaten und zum ersten Mal Maschinengewehre. Hab eins erbeutet. Ich denke, ich werde bald Hilfe brauchen. Was ist los? Eine Störung, glaube ich. Wird es lange dauern, sie zu beseitigen? Nein, muss draußen sein, an der Antenne. Hier ist alles okay. Hübsches Spielzeug, aber nicht ungefährlich. Raus hier! Warum so unhöflich? Los, raus! Von dem Funkgerät weg! Hey.
Der Zoll. Dreh auf, wir müssen das andere Boot ran. Sie dürfen mich hier nicht finden. Fahr dicht vorbei, ich spring rüber. Nun fall nicht aus der Rolle. Die Welt will belogen sein. Wir sind todsicher aufgeschmissen, wenn der Zoll rauskriegt, dass wir zwei Boote haben. Alles klar, Captain. Du spielst den dumm. Ich mach das schon. Okay. Mal wieder genau wissen. Drück mir den Daumen, Jojo. Tja, das ist meine Freude, Lieutenant. Ich habe lange keinen Besuch mehr gehabt. Sie wissen wohl, weswegen wir kommen. Keine Ahnung, aber fühlen Sie sich wie zu Hause. Durchsuch das Boot. Sind überall nur Muscheln drin? Sei mal ein bisschen höflich für unsere Gäste rum. Okay, Captain. Ich gehe voraus, ja? Ist nun mal Ihr Beruf, misstrauisch zu sein. Leider bin ich eine grundehrliche Haut. Wozu Schmuggel? Perlmutt ist das große Geschäft. Was meinen Sie, was die Damen für Knöpfe brauchen, um die Blusen über den Busen zusammenzuhalten? Und bei der Brustweite, die heute getragen wird, Lieutenant, da platzen Sie beim Atemholen weg und man muss neue kaufen. Nichts an Bord, Lieutenant. Einmal werden wir Sie erwischen, Mr. Dirksen. Und dann werden Sie erklären müssen, von wem Sie die unverzollten Zigaretten kriegen. Das französische Parfum und womit Sie sonst noch handeln. Dann werden Sie als Zwischenhändler ebenso wie Ihre Lieferanten im Gefängnis landen. Oh, wer hat Ihnen nur diesen hässlichen Floh ins Ohr gesetzt, dass ich ein Schmuggler bin? Das betrübt mich richtig. Kommen Sie vorbei, wann Sie wollen, Lieutenant. Klar, immer vom Boy. Ah, gib's ihm! Lass die Dorsten weiter! Hau ab, ihr habt sie wohl nicht alle. Da drüben am Ausgang prügeln sich auch noch ein paar Irre. Das mache ich schon. Moment, aufhören, Jungs. Ihr seid nicht im Catcher-Zelt. Verschwindet. Raus in der frischen Luft macht's viel mehr Spaß. Los, raus! Johnny! So eine Überraschung! Ah, ist ja munter wie eh und je. Sowas, dass es dich noch gibt? Ich hab dich schwer vermisst. Wo warst du so lange? Das nötige Kleingeld verdienen. Komm, das geben wir gleich wieder aus. Spendier mir einen Drink. Du kannst auch zwei haben. Dass ihr euren Lohn immer gleich versaufen müsst. Einen doppelten Scotch on the Rocks. Und was willst du? Dasselbe. Zwei doppelte also. Ah. Okay. Zwei doppelte Scotch und so Rocks. Hier, deine 20 habe ich immer abgenommen. Kassieren wir gleich, das lernst du wohl nie. Das ist ein schwerer Beruf, da macht man was mit, das sage ich dir. Aber nun zu dir, was gibt's Neues? Pass auf, bald komme ich bestimmt groß raus. Hm. Ganz groß. Was kriege ich von dir, wenn's klappt? Na, mal sehen. Hm. Vorsicht, die Drinks, Johnny. Okay. Hey, hast du Lust zu tanzen? Ja. Chat. Ich habe einen spendablen Tag heute. Ich gebe eine Lokalrunde aus für deine Mädchen. Hier, nimm. Aber sorg dafür, dass in deiner Kneipe ein bisschen mehr Ruhe herrscht. Oh, John, du weißt ja gar nicht, wie sinnlich mich Geld macht. Entschuldige dich nicht, ist ja nicht weiter schlimm. Äh,
Mr. Dirksen? Ja, was kann ich für Sie tun? Ich bin Mr. Beldhaus, Sekretär. Mein Name ist Jörg. Oh, sehr interessant. Und was gibt's? Hier können wir wohl kaum darüber reden, Sir. Natürlich, nur zu. Ich weiß, ich bin eine von deinen Kolleginnen. Hm? Lassen wir das Theater, kommen wir zur Sache. Mr. Beldhauer hat durch einen gemeinsamen Freund erfahren, wo Sie sich aufhalten. Durch Mr. Woodhook. Ah, jetzt weiß ich. Mr. Beldhauer würde Sie gerne sehen, und zwar noch heute Abend. Oh, ist lieb von ihm, aber wie Sie sehen, habe ich schon eine Verabredung. Eine sehr hübsche. Aber Mr. Dirksen. Und ich liebe es nicht, dass ein Sekretär mich irgendwo hinbeordert. Wenn Ihr Chef mich sehen will, soll er gefälligst persönlich herkommen. Er ist sehr interessiert an einer Unterhaltung. Mr. Beldhauer wartet draußen, im Wagen. Dann soll er aussteigen und reinkommen. Sir, Mr. Beldhauer beauftragte mich, Ihnen gegenüber die Plantage El Dorado zu erwähnen. Tut mir leid, Darling. Lass das! Hey, Boss. Halt's nicht so wild. Ah, Chemisia! Ah, ich bin heute scharf wie ein Haifischzahn. Ah, jojo, das bist du doch immer. Ich komm gleich zurück. Ah, juhu! Ich freue mich sehr, Sie endlich kennenzulernen, lieber Mr. Dirksen. Es gibt nur noch wenige wie Sie. Individualisten sind nicht mehr gefragt. Sie haben erfolgreich abgelehnt, mich zu sehen. Und wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss der Prophet sich zum Berge bemühen. Okay, jetzt haben wir uns getroffen. Was kann ich für Sie tun? Gut, Sie kommen direkt zur Sache. Ja, immer. Ihr Laufbursche erwähnte die Plantage El Dorado. Ja, haben Sie heute Abend Zeit? Warum? Ich spreche nicht über Geschäfte auf offener Straße, Dirksen. Es kommen zufälligerweise heute Abend ein paar Leute zu mir. Kommen Sie doch auch. Das liegt mir nicht viel an Ihrer Bekanntschaft. Ich weiß, wie scharf Sie auf Geld sind. Sie sollten es sich gut überlegen, bevor Sie mir einen Korb geben. Es geht um eine stattliche Summe. $1 Million, Mr. Dirksen. Eine Million? Ich würde vorschlagen, mein Wagen holt Sie in circa einer Stunde ab. Das wäre Ihnen doch recht. Ja? Ja, das wäre mir recht. Hey, guten Abend. I draw myself with towels of manila silk. I got and sweet, 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 sweet sugar cane man. My mama used to tell me treat everybody nice, and I'm so glad I took her good advice. I never was selfish with the things I had. My mama was right, 'cause I didn't do bad. Komm her, mein Schatz. Ihre Tochter ist ja ein richtiges Talent, Mr. Beldhauer. Sie sind mit Recht stolz. Ich habe immer gewusst, dass meine Tochter ein Wunderkind ist. Und nun, Ladies und Gentlemen, dürfen wir uns für einen Moment entschuldigen. Ich habe für Marjorie eine Überraschung. Ich möchte dir gern jemand vorstellen. Ich hoffe, er sieht gut aus. Zu deinem Geburtstag habe ich dir Mr. Dirksen eingeladen. Der wird gleich hier sein. Und hier dein Geburtstagsgeschenk, oh, Darling. Was für wunderschöne Perlen. Vielen Dank. Mr. Dirksen muss ein bemerkenswerter Mann sein, sonst würdest du dich doch nicht so um seine Bekanntschaft bemühen. Marjorie, mein kleiner Vampir. Johnny Dirksen fällt nicht unter die Rubrik deiner sonstigen Opfer. Den wickelt man nicht um den Finger und schmeißt ihn dann weg. Ach, du machst mich wirklich zu schlecht, Daddy.
Es liegt mir sehr daran, mit ihm auszukommen. Wir müssen versuchen, seriös zu wirken, also flirte nicht zu viel mit ihm rum. Du benimmst dich wie ein Schullehrer und nur wegen dieser dummen kleinen Plantage, die irgendwo am Ende der Welt liegt. Eine dumme kleine Plantage, sagst du? Vor allem ist es eine Insel, auf der alles wächst. Kopra, Kaffee, Gummi. Und am wichtigsten ist die Lage der Insel. Sie liegt nicht, wie du dich auszudrücken beliebst, am Ende der Welt, sondern genau im Herzen von Südostasien, strategisch günstig. Inmitten einer fantastischen Inselwelt, die eine große Zukunft hat. Da ist viel Geld zu holen. Die Insel wird das Zentrum meines Geschäftsimperiums sein. Und Dirksen wird mir Hilfestellung leisten, dass ich das Imperium bekomme. Aufregend, hoffentlich gelingt's dir. Ich bekomme immer, was ich will. Ah, da ist er ja. Entschuldige mich eine Minute. Mr. Dirksen, dass Sie gekommen sind, freut mich von ganzem Herzen. Sie waren sich meiner wohl nicht ganz sicher. Das bin ich immer noch nicht. Sie trinken doch was. Sie sind schwer unterzubringen als Typ. Boss ohne Skrupel. Sie sind herzerfrischend ehrlich. Oder vielleicht ein Abenteurer? Ein Spieler. Ich habe auf Südostasien gesetzt, alles, was ich besitze. Ihr Vater war auch eine Spielernatur. Seien Sie nicht überrascht. Ich weiß alles über ihn. Setzen Sie sich. Henry Dirksen begann seine Karriere als Korporal in der Armee, quittierte in Manila den Dienst 1916. 1917, 1918 war er vom Erdboden verschwunden. Aber 1919 hatte er sich plötzlich gemausert. Er war eine wichtige Persönlichkeit am Hofe Sultan Mohammed Khans. Er machte sich dem alten Mann unentbehrlich. Zur Belohnung wirtschaftete sich der kluge Günstling selbst in die Tasche. Und zwar in Gestalt einer fruchtbaren Insel, direkt vor Borneo gelegen. Der alte Sultan trat seine Rechte an ihn ab. Sie gehörte ihm allein. Keine Nation der Welt kann Anspruch auf sie erheben. Faszinierend. Eldorado ist völkerrechtlich ein Freistaat. Ich will ihn kaufen. Ich brauche diese Insel. Sie haben sich an den Falschen gewandt, das sollten Sie wissen. Sie müssen mit meinem Bruder reden. Das habe ich bereits gemacht. Ich habe ihm 1 Million geboten. Aber er hat gesagt, die Entscheidung läge bei Ihnen. 1 Million Dollar. Für 30 Millionen Kokosnüsse. Sie müssen ein fanatischer Kokosfresser sein, Mr. Beltauer. An Kokosnüssen liegt mir wenig. Ich liebe meine Freiheit. Und ich möchte Staatschef von meinem kleinen Besitztum sein. Kein Staat könnte mir mehr reinreden. Keine Nation. Das wäre natürlich für Sie angenehm. Aber mein Bruder wird wahrscheinlich klar geworden sein, dass andere noch mehr für ein eigenes Staatswesen blechen würden. Wahrscheinlich sehr viel mehr sogar. Es fragt sich nur, hat er Zeit zu warten? Die Zukunft der Insel ist sehr ungewiss, würde ich sagen. Denn eine gewaltsame Annexion würden sehr viele Nationen vorziehen, anstatt ihnen auch noch Geld dafür zu geben. Und ich glaube kaum, dass sie die Mittel hätten, sich gegen Angreifer zu wehren. Warum meinen Sie, Beltauer, dass es Ihnen möglich wäre, sich gegen eine Gewaltanwendung erfolgreich zu wehren? Das will ich Ihnen sagen. Ich habe viele Verbindungen und einen Haufen Geld. Ich kann mir dieses Risiko leisten, Sie und Ihr Bruder nicht. Kommen Sie mir entgegen und reden Sie Ihrem Bruder zu. Machen Sie das? Das können Sie haben. Gut. Gehen wir wieder zu den anderen. Die vermissen uns schon. Aber wenn mein Bruder Nein sagt, dann wird aus dem Geschäft nichts werden, mein lieber Mr. Beltauer. Und wahrscheinlich werden Sie doch in Ihrem eigenen Boot runterfahren. Ja, möglich. Warum? Weil ich Ihnen dann ein paar Kisten mitgeben könnte, sind teure Maschinenteile drin für Freunde in Indonesien. Wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Transport übernehmen könnten. Wird gemacht. Auf meinen 2 Booten können wir eine Menge unterbringen. Aber es wäre für mich zu gefährlich, wenn ich Indonesien anlaufe. Kein Problem. Ich sorge dafür, dass jemand die Kisten aus Eldorado holt. Sie haben doch wohl nichts dagegen? Nein, passt mir gut in den Kram. Okay. Ach, Mr. Dirksen, ich hätte Sie gern meinem Teilhaber und Freund vorgestellt. Wright. Ah, Mr. Beltauer. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Darf ich vorstellen, Mr. Dirksen. Mr. Dirksen und ich hatten eine wichtige Unterhaltung. Und das ist ein lieber, guter, alter Freund von mir. Seine Hoheit, Prinz Ali Hakim. Einen schönen guten Abend, Mr. Dirksen. Sind Sie zufällig ein Angehöriger der berühmten Familie aus Eldorado?
Mr. Dirksen ist der Bruder von James Dirksen. Oh, wie interessant. Sicherlich werden Sie mehr Vernunft zeigen, als es Ihr Herr Bruder tut. Prinz, ich verstehe nicht. Ich hoffe, dass Sie sich besser den Gegebenheiten anpassen können. Die einen sind die Schafe auf dieser Welt und die Wölfe fressen sie. Oder wie soll ich sagen, immer werden die Abwartenden die traurigen Opfer der Männer, die handeln. Wir gehören zu den Männern, die nicht zögern und abwarten. Und darum ist Ihre schöne Insel für uns wichtig. Aber Ihr Bruder scheint die Zeit nicht zu begreifen. Aber was soll denn das, Hoheit? Wir diskutieren das ein andermal, heute Abend nicht. Nein, nein, unterbrechen Sie ihn nicht. Drohungen interessieren mich immer, nur weiter, Prinz. Aber gern. Wie immer Sie sich entschließen, Eldorado wird bald uns gehören. Es gibt für Sie zwei Möglichkeiten. Erstens einen gefahrlosen, gewinnbringenden Abschluss mit uns. Und zweitens einen dramatischen, sagen wir, explosiveren Weg. Ich bedauere sehr die Entschlusslosigkeit Ihres Herrn Bruders. Unsere Geduld ist am Ende. Wir wollen Resultate sehen. Hoheit ist mit Dummheit geschlagen. Ihr fetter Freund scheint die Erpressung zu lieben. Ich habe keine Ahnung, ob mein Bruder verkaufen wird oder nicht. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Der Preis hat sich soeben verdoppelt. Auf 2 Millionen. Hören Sie, Mr. Jackson. Ich würde Ihnen raten, Ihre fürstliche Klappe zu halten. Sonst wird das Gespräch für einen Provinzpotentaten wie Sie zu teuer. Mr. Dirksen ist mit recht ungehalten, Hoheit. Sie sollten sich mehr zusammennehmen. Na, so ernst? Ah, Marjorie. Mr. Dirksen, darf ich Sie mit meiner Tochter Marjorie bekannt machen? Wie ich sehe, sind Sie heute Abend Ehrengast. Sie werden zum Mittelpunkt der Party. Das habe ich nicht verdient. Ich werde eifersüchtig. Hat Ihnen denn keiner gesagt, dass ich heute Geburtstag habe? Nein, tut mir leid. Darf ich Ihnen gratulieren, Miss Beltower? Marjorie. Und Sie dürfen mir gratulieren. So, nun habt ihr Bekanntschaft geschlossen. Nun kommen wir zum angenehmen Teil des Abends, lieber Mr. Dirksen. Ich habe Hoheit noch Unterricht in Diplomatie zu geben. Wir werden die zwei lieber allein lassen. Also viel Spaß, Dirksen. Soll ich Ihnen unseren Garten zeigen? Keine schlechte Idee. Eilen Sie Ihrem Vater immer zu Hilfe? Nein, nur wenn ich mir etwas davon verspreche. Hm? So wie in Ihrem Fall. Oh, war das etwa ein Kompliment? Mhm. Ich bin egoistisch, ich wollte Sie für mich haben. Ja. Ich muss sagen, Mr. Dirksen, so wie Sie mich ansehen, hat mich bedauerlicherweise lange kein Mann mehr angesehen. Verzeihen Sie diese dumme Angewohnheit. Ich schätze jede neue Bekanntschaft auf den ersten Blick ein. Und wie fällt das Urteil aus? Oh, äußerst positiv. Das wird doch wohl nicht alles sein. Warum provozieren Sie Komplimente? Geld haben Sie eine Menge, sind nicht bloß hübsch, sondern schön. Also warum? Das haben Sie doch gar nicht nötig. Soll ich Ihnen den Grund angeben? Ich versuche Sie durch Provokation aus Ihrer supermännlichen Reserve zu locken. Johnny Dirksen, ich möchte mehr von Ihnen wissen. Privat oder Geschäftsleben? Was für ein Mensch sind Sie? Womit ein Mann sein Geld verdient, hat mich bisher nur gelangweilt. Lady hat mir von Ihrer Familie erzählt und natürlich der Insel. Und ich weiß, dass Sie ein Einzelgänger sind. Faszinierend für mich. Und da denken Sie, ich sei noch zu haben? Ja, so ist es. Sie merken auch alles. Stört es Sie, dass Sie mein Typ sind? Sie reden nicht drumherum. Aber ich möchte Sie warnen. Ich muss meine Freiheit haben. Wenn Sie glauben, dass Sie mich anbinden können, ist das ein Irrtum. Morgen früh habe ich dich wieder vergessen. Auch wenn du noch so wundervoll bist. Jeder nimmt ohne zu geben. Auf der Linie scheinen wir uns zu treffen. Komisch, wir sind uns ähnlicher, als ich mir gedacht habe. Mr. Dirksen, ein Telegramm für Sie. James Dirksen ist ermordet worden.
Mr. Dirksen, kennen Sie Pepe nicht mehr? Pepe. Oh ja. Pepe, hast zugenommen, nicht? Ja, ich habe geheiratet und meine Frau ist eine wunderbare Köchin. Sir, ich bin Captain Madel von der philippinischen Inselpolizei. Guten Tag, Captain. Haben Sie mir nicht das Telegramm geschickt? Ja, Sir. Ich habe einen Jeep hier. Ich kümmere mich um das Gepäck, Mr. Dirksen. Danke, Pepe. Ich hätte gern die Einzelheiten gewusst. Also das war so. Ihr Bruder war beunruhigt, ich weiß nicht warum. Er sprach von Waffen, war zornig und sagte, die sollen nur kommen. An dem Morgen, an dem er getötet worden ist, spürten wir Waffenschmuggler auf. Es kam zum Kampf, wir haben gesiegt. Jim hat gleich versucht, über Funk Captain Madel zu erreichen. Plötzlich brach die Verbindung ab und der Funker ging raus, um zu sehen, ob mit der Antenne was nicht in Ordnung sei. Als er zurückkam, fand er ihren Bruder, er war erstochen worden. Und von den Tätern keine Spur? Nein, nichts. Natürlich. Haben Sie was unternommen, Madel? Die Plantage gehört doch zu Ihrem Bezirk. Ich bin Polizeioffizier der Philippinen, Sir. Ihre Insel hatte aber dummerweise einen Sonderstatus, den wir nicht verletzen dürfen. Wir können uns nur ganz inoffiziell auf Ihre Bitte hin einmischen. Ich verstehe. Deshalb haben Sie gewartet, bis ich erscheine. Nun wird es zu spät sein. Ich darf Ihnen versichern, Mr. Dirksen, wir sind hier alle durch diesen Vorfall sehr beunruhigt, weil er kein Einzelfall ist. Wir fragen uns natürlich, woher kommen diese Waffenlieferungen? Wer bewaffnet die Bevölkerung? Zu welchem Zweck? Wir müssen dahinter kommen. Es besteht die Möglichkeit, dass man von Ihrer Insel aus auf den Philippinen Unruhe stiften will. Politische Abenteurer können Ihren Bruder ermordet haben. Darum bin ich beauftragt, Ihnen jede Hilfe anzubieten, die Sie wünschen. Nur müssen Sie offiziell bei uns um Hilfe nachsuchen. Und erst dann, Sir, können wir etwas unternehmen. Hören Sie, Captain. Sie interessiert die Politik. Mich interessiert nur, wer meinen Bruder umgebracht hat. Ich fürchte, bis sich Ihre Regierung zu einem Schritt entschließt, befördert man mich auch ins Jenseits. Ich helfe mir lieber allein. Wie Sie denken. In einigen Tagen werde ich Ihnen einen inoffiziellen Besuch abstatten. Vielleicht überlegen Sie sich's noch. Gut, kommen Sie vorbei. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind. Und wir hoffen alle, die Plantage wird jetzt von Ihnen geführt werden. Pepe, ich habe von eurer Arbeit nie viel Ahnung gehabt. Nach Jims Tod wird mich nichts mehr auf der Insel halten können. Eldorado gehört nun Ihnen. Sie sind dort geboren worden. Es ist Ihr Zuhause, Mr. Johnny. Mr. Dirksen ist eben angekommen. Lass ihm Zeit zu überlegen. Entschuldigen Sie. Hast es ja gut gemeint, Pepe. Das Boot geht erst morgen ab. Wir bleiben über Nacht hier. Soll ich ins Hotel vorgehen? Okay. Das ist doch... Du bist wieder da! Hey, du bist zurück! Sie verwechseln mich sicher. Schön. Ich kenne Sie ja, gar nicht. Du bist es. Ich schwöre Ihnen, ich habe Sie noch nie im Leben du gesehen. Du kennst mich immer noch nicht, wirklich nicht? Komisch, irgendwie kommen Sie mir ja... Also bekannt kommen Sie mir irgendwie vor. Maria! Maria? Maria Vargas. Maria? Maria Vargas? Vargas. Oh, ich bin doch ein Riesenkamel. Du bist die kleine Maria Vargas. Na endlich. Ich werd verrückt. Na klar, jetzt erinnere ich mich wieder. Da waren zwei ziemlich freche Brüder, die dich, kleines, dürres Ding immer gequält haben. Ja, ich war das dürre Ding. Na, ist ja einiges dazugekommen. Muss aber sagen, dass du mir jetzt besser gefällst. Du hast mich früher immer geärgert. Ich schwöre dir, das soll nicht wieder vorkommen, das verspreche ich dir. Was machst du denn? Ich wollte eben für die Krankenstation Medikamente besorgen. Medikamente? Mhm. Ich bin Krankenschwester auf Eldorado. Ist das eine Überraschung? Ich fahre morgen rüber. Wirklich?
Sie haben dir sicher schon erzählt, dass es Verletzte auf der Insel gegeben hat. An dem Tag, an dem Jim starb. Sonst habe ich ihm was mitgenommen. Irgendwas zu trinken, Zigaretten. Wir haben oft über dich gesprochen, wann du kommen würdest. Und jetzt bist du da. Er hat dich sehr gern gehabt, weißt du das? Ich kann seinen Tod nicht begreifen. Wir werden ihn beide vermissen, Maria. Ich denke, ich gehe jetzt wieder ins Hotel. Hotel? So ein Unsinn, du musst bei uns wohnen, Johnny. Hotel. Ist wirklich nett von dir, aber ich hole dich morgen früh ab. Okay? Nein, was würde man sagen, wenn du nicht bei deinen Freunden wohnst? Meine Brüder würden es gar nicht erlauben, wenn du in ein Hotel ziehst. Das ist ja sehr nett gedacht, aber wozu dir die Arbeit machen? Du wirst gar nicht mehr gefragt. Komm mit. Onkel Johnny ist da. Onkel Johnny! Komm mit, Totoi. Los, wir kriegen Besuch. Wer ist nun wer? Pedri kommt als Erster, dann Totoi, dann Juan. Totoi? Seine Eltern leben nicht mehr und da haben wir ihn zu uns genommen. Unsere Eltern haben sich gekannt. Er war nach dem Tod seiner Mutter ganz allein. Der Arme ist stumm, weißt du. Er ist lustig und nett, sodass wir ihn alle gern haben. Tag, Pedri. Na, wie geht's? Tag, Juan. Freut mich total. Vor Fremden hat er Angst. Er ist sehr scheu. Die gehören alle uns. Unser Haus kennst du ja. Ja. Du, willst du mal alle unsere Enten sehen? Ja. Die Jungs füttern sie nämlich. Komm mit. Wir haben viele, viele, viele Enten. Donnerwetter, sind das Prachtexemplare. Tja, die drei sind sehr stolz auf ihre Entenzucht. Die Leute kommen von überall her, um sie zu kaufen. Jungs, es ist Zeit zum Füttern. Quack, 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 quack. Zeit zum Füttern, quack, quack. Quack, quack? Das hat Totoi eingeführt. Er macht die Enten für sein Leben gern nach. Here I quack, there I quack, everywhere I quack, quack a late lesson that I heard a notion to burn. So I went out to see what was going on. The cat laid a fiddle in the middle of the floor. Loco Loco did a dance I never saw before. He did the red foot waddle, quack, quack. The red foot waddle, quack, quack. He waddled to the left and waddled to the right, flopping his wings and clapping all night. Take a little tail feather, everybody get together. Quack, 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 quack. Thank you.
Mal ein fremdes Gesicht? Das da drüben ist die Insel Eldorado. Ich habe gehört, da wollen Sie hin. Ist das sehr gefährlich? Es gibt da Männer, die wollen nicht mehr für euch Weiße arbeiten. Nie wieder. Ich bin bloß Fischer. Ich habe mit den Männern da drüben nichts zu tun. Soll ich Sie rausrudern? Wollen Sie fischen? Es gibt viele Fische hier. Sie brauchen nichts zu bezahlen. Ist gar nicht gefährlich. Ist nur gefährlich, nach Eldorado zu fahren. Johnny! Johnny, wo bist du? Oh. Was hast du denn? Es scheint Leute zu geben, die mich nicht mögen. Ach. Was heißt das? Was wollten sie? Sie wollten mir Angst einjagen. Guten Morgen, Mr. Johnny. Wie geht es? Gut. Ich helfe Ihnen. Danke. Alles Gute. Ich freue mich schon auf Ihren Besuch. Ja, Peraya? Tio? Brancat Jalan. Viele Boote heute draußen, und man weiß nie genau, ob es auch wirklich Fischer sind. Das geht doch hoffentlich nicht uns. Gut möglich, dass es Schmuggler sind. Schön Eldorado aussieht. Eine schöne Insel. Haben Sie nie Heimweh gehabt, Maria? Doch. Wem gehört die Maschine? Nie vorher gesehen. Malay! Siapa yang menerat? Du alle laki dansa tu vanta perang. Dem Mann Mr. Dirksen. Es sind drei Personen, zwei Männer und eine Frau. Freunde von Ihnen, haben Sie gesagt. Freunde von mir? Ja. Er sagt, die Frau hat, wie sagte er, die Frau hat Tatar wie Gold.
Wir kehren wieder um. Los, zurück umkehren zum Haus. So wie der Jeep. Da sind Sie ja, Mr. Dirksen. Bitte verzeihen Sie, dass wir Sie so überfallen. Es war Marjols Idee. Sie hatte Sehnsucht nach Ihnen. Das sagen, wenn Sie mich überraschen wollten, ist Ihnen das gelungen. Ich musste dich einfach wiedersehen, Johnny. Daddy wollte mir nicht den Gefallen tun, aber ich habe mich mal wieder durchgesetzt. Aha. Ich hoffe, Sie werden uns nicht gleich wieder rausschmeißen. Das glaube ich kaum. Maria, darf ich dir Mr. Belltower und seine Tochter Marjorie vorstellen? Miss Vargas. Miss Vargas? Freut mich sehr. Guten Tag. Guten Tag. Maria? Ja. Gehen wir rein. Ah, endlich ist er gekommen, der stolze Besitzer von Eldorado. Miss Vargas? Seine Hoheit, Prinz Ali Haki. Oh, wie charmant. Guten Tag, Mr. Johnny. Herzlich willkommen. Geria, wie schön, dich wiederzusehen. Johnny, entschuldige mich bitte. Ich muss zur Krankenstation. Ein ganz herrliches Stück Erde. Warum Sie diese schöne Insel verlassen haben, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Sie scheinen sich bei uns einzuleben. Die Plantage ist in einem gepflegten Zustand, aber selbstverständlich ein paar Veränderungen würde ich hier und da vornehmen. Nur Kleinigkeiten, selbstverständlich. Ich befürchte, dazu fehlt Ihnen die Gelegenheit. Euer Hoheit, wollen Sie alles verderben? Ihr Benehmen ist kindisch. Ich werde nicht erlauben, dass Sie durch dumme Bemerkungen meine Pläne zerstören. Ich glaube, ein Drink zur Abkühlung dürfte nicht schaden. Ich brauche jedenfalls einen. Oder zwei. Oder besser noch drei. Nur das bisschen Erde gehört Ihnen noch. Den stolzen Dirksens. Mutter, Vater und nur noch Jim. Nur einer lebt noch. Und das bin ich. Johnny, du darfst nicht so verbittert sein. Sie haben sie geliebt. Ihre Insel. Warum bloß? Alle sind sie verreckt in diesem verdammten Paradies. Und für was, frage ich dich? Ich habe nicht die Absicht, auch hier zu sterben. Was willst du denn tun? Ich weiß nicht, Maria. Ich kann doch nicht so einfach kneifen. Du darfst nicht weglaufen, Johnny. Du würdest dir das niemals verzeihen. Du würdest... Ich glaube, Johnny, ich lasse dich jetzt am besten allein. Ja, und vielen Dank für deine Worte. Du gehst zum Westtor, klar? Ja. Ihr werdet zusammen Wache stehen. Malai, bleib in der Nähe des Haupthauses. Ah, mein verehrter Halbbruder, willkommen in der Heimat. Was tust du denn hier? Ich möchte dem neuen Boss des Familienunternehmens gratulieren. Was sonst? Ich bin dein Bruder. Ein Halbbruder. Du kommst wohl nie über den Fehltritt unseres Vaters weg. Ahmed, unser Vater hat dich hier geduldet. Aber ich habe nicht vergessen, dass du uns während des Krieges an die Japaner denunziert hast. Seit dem Tage, Ahmed, traue ich dir nicht mehr über den Weg. Och, wie bedauerlich. Dein verstorbener Bruder und ich verstanden uns immer sehr gut. Das kannst du mir doch nicht erzählen, du Bastard. Och, was für ein hässliches Wort, Johnny. Ich bin nun einmal da, ich existiere. Ja, Ahmed, du existierst. Aber immer auf Kosten von anderen. Du würdest eher einen Mord begehen, als zu arbeiten. Von klein auf hast du Freude an Zerstören und Quälen gehabt. Verlass die Insel und betrete sie nie wieder. Dem Befehl des neuen Herrn werde ich mich natürlich nicht zu widersetzen versuchen. Dein ergebener Diener geht. Wer ist denn dieser Galgenvogel? Der taucht stets auf, wenn irgendwas zum Himmel stinkt. Na, ihr alten Diskutiere, ihr seid so ernst, dass es einem graust. Das muss ich von Grund auf ändern. Ich bin hier, um mich zu amüsieren. Es wird höchste Zeit, dass ihr was Alkoholisches zu euch nehmt. Einen schönen, kühlen Drink. Wie lange arbeiten Sie hier schon als Schwester? Schon über 3 Jahre. Ich kann nur hoffen, Sie verlassen uns nicht, wenn wir die Plantage von Mr. Dirksen übernehmen.
Miss Vargas, ich muss Ihnen gestehen, ich habe mich darauf gefreut, Sie wiederzusehen. Nett, dass Sie das sagen. Wie steht's mit den Kranken? Bist du zufrieden? Ja, Johnny. Bald wird man mich nicht mehr brauchen. So. Seit wann duzt ihr euch denn schon? Oder sind Sie verwandt mit unserem Johnny? Nein, wir kennen uns von klein auf. Wir sind gute Freunde. Ach, finde ich das rührend. Wir sind erst seit kurzer Zeit gute Freunde, nicht, Daniel? Möchtest du was trinken, Maria? Orangensaft, bitte. Gute Idee. Mit Gin oder Wodka? Nur Orangensaft. Ist Alkohol Krankenschwestern verboten? Gin, Darling? Gehen Sie ins Haus, bevor was passiert. Chico! Was sollte das, Mr. Dirksen? War das als Scherz gemeint? Ach, nur eine kleine Schießübung. Wir passen anscheinend einigen Leuten nicht. Sind Sie noch auf die Plantage Schafbelltower? Ich weiß, was Sie meinen, aber Gefahr hat mich immer besonders gereizt. Ich bin mehr denn je interessiert. Besser, Sie gehen ins Haus. Was ist denn geschehen? Bitte steht hier nicht als Zielscheiben rum. Ich muss meine Gäste bitten, unter diesen Umständen im Haus zu bleiben, Hoheit. Vielleicht war das nur der Auftakt. Ach, Johnny! Unsere Krankenschwester hat sich den Fuß verknackst. Wie schrecklich! Sie hat doch gar keinen Alkohol getrunken. Warum ist sie nur so zittrig auf den Beinen? Ich werde bei den Kranken bleiben. Okay. Ist jemand verletzt worden? Nein, aber bringt mir den Schützen. Tot oder lebend? Ja, wir werden es versuchen. Versuchen? Pepe, wir müssen den Kerl schnappen. Das ist ein Befehl. Ja, los, komm mit. Mr. Johnny. Tragen Sie bitte eine Waffe. Sie hat Jim gehört. Bitte. Ja, ja, ich habe dir alles aufgeschrieben, Totoi. Wodurch hat er seine Stimme verloren? Sie wissen ja, wie es hier nach dem Krieg war. Wie man alles, was weiß, verhasste. Die Plantage wurde überfallen, niedergebrannt. Seine Eltern kamen in den Flammen um. Seit dem Tag kann er nicht mehr reden. Mr. Dirksen. Mr. Dirksen, das ist der Mann, der geschossen hat. Ist er hier von der Insel? Nein, er muss von Borneo gekommen sein. Hier sind viele Männer von Borneo. Sie haben ihn auf einem Baum überrascht. Er wollte schießen, aber Sie waren schneller. Wenn ich nur wüsste, wie viele es sind. Warum bringt ihr den Toten hierher? Mr. Dirksen hat gesagt, lebend oder tot. Okay, wir werden ja bald erfahren, was Sie vorhaben. Begrabt ihn. Das machen wir gleich. Los. Dass das so kommen würde, war klar. Dieser Idiot Amit darf nur auf meinen Befehl vorgehen. Amit ist einer meiner besten Männer. Dirksen soll doch Angst bekommen. Er ist dumm. Wenn Dirksen nicht unterzeichnen kann, weil ihr ihn niedergeschossen habt, spricht man uns niemals die Insel zu. Wir müssen ihn am Leben erhalten. Das alles ist Amit bekannt. Er wird ihn nicht umbringen lassen. With the night so blue, was ist denn? Das werde ich schon erledigen. Du bleibst mit deinen Leuten hier. Ja.
Ich habe befohlen, dass niemand das Haus verlässt. Hast du das nicht gehört? Ich nehme ein Bad. Jeder soll sauber im Bettchen schlafen, ist meine Devise. Nicht allein, aber sauber. Na los, komm raus. Komm du rein, du kriegst auch eine Unterwassermassage. Wenn du nicht bald rauskommst, schicke ich dir eine Python auf den Hals. Ich habe noch nie vor Schlangen Angst gehabt. Bist du nicht nur humorlos, sondern auch noch wasserscheu? Nur humorlos. Gib mir schönartig deine Hand. Du sollst mir deine Hand geben. Hör zu, Marjorie. Du hast zu viel getrunken. Kannst du nicht verstehen, dass wir alle in Gefahr sind? Komm bitte raus. Bist du ein Angsthase? Lass uns zusammen sterben, Darling. Ja, ja, du bist eine Heldin. Na komm. Komm zum Angsthase. Hm? Wo sind deine Sachen? Siehst du doch, hab ich an. Hier. So leicht stirbt sich's nicht. Na komm, beeil dich, Marjorie. Muss ich zu Fuß gehen und du reitest? Ja. Gestatten Sie, dass ich aufsitze? Nein, nein, das Laufen tut dir gut. Los, lauf, sonst holst du dir den Tod, mein Kind. Lauf, lauf. Lass die Hüpferei. Nicht doch, ich gehe ja schon, Johnny. Na, also. So, Onkel Doktor, nun tu noch mehr für den Kreislauf. Was heißt das? Das erzähle ich dir im Bett, Darling. Du bist mit falschen Vorstellungen hergekommen. Hier gibt's nur die Ruhe. Spielverderber! Gute Nacht. Ja, ja, du hast recht. Jetzt geht's in die Schule, Tutoi. Buch. 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 Ja, und nun schreiben wir es. Buch. Keine Ahnung, und wir dürfen uns nicht einmischen. Wir haben damit nichts zu tun. Und lass dich auf keinen Fall am Fenster sehen. Am besten, du gehst ins Bett. Wo ist Johnny? Du bist wieder mal betrunken, Marjorie. Mach, was ich sage. Geh ins Bett. Mm.
hat's erwischt! Es hat mich erwischt! Es hat mich erwischt! Irgendwas hat mich erwischt! Ich spüre es! Wo hat's dich erwischt? Ein Splitter von der Handgranate ist im Hintern. Da geh zu Maria, die gibt dir was zum Verbinden. Nein, los. Es ist doch nichts. Es war wohl nur der Schock. Dieser arme Irre spielt Krieg. Dirksen muss doch Angst kriegen. Morgen früh wird er bereit sein zu verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm nach dieser turbulenten Nacht die Plantage für immer verleidet ist. Sie werden sehen. Das verabredete Zeichen. Ich gehe raus und rede mit Ahmed. Nein. Ich will hören, was er will. Ich werde gehen. Sie sind mir zu unvorsichtig. Der Mann, der heute auf uns geschossen hat, ist erwischt worden. Ein toter Mann kann Ihnen nicht gefährlich werden, Sir. Ja, das war ein Glück. Ihr Glück. Wie kommen Sie heute Abend mit Ihrer Terroraktion voran? Wir können zufrieden sein, aber leider haben wir große Verluste gehabt. Damit war zu rechnen. Aber Dirksen soll und muss in die Knie gezwungen werden. Dazu brauchen wir mehr Waffen und Munition. Und von dem versprochenen Geld habe ich bisher noch keinen Cent gesehen. Sie brauchen Munition? Und Waffen. Morgen erwarte ich eine Lieferung. Sie werden die Waffen erhalten. Gehen Sie jetzt. Sie können Ihre Männer zurückziehen, aber nicht so, dass es nach Flucht aussieht. Sie vergessen das Geld, Sir. Die Bezahlung, das Wichtigste. Sie wissen genau, das Geld zahlt Prinz Ali. Die finanzielle Seite haben Sie mit ihm vereinbart. Gehen Sie schon. Zet Butler, Gas.
Johnny, ist es schlimm gewesen? Das ist kaum der richtige Ausdruck. Mein Gott, war das eine Schießerei. Was hat das zu bedeuten? Das werde ich bald wissen, Bell Tower. Marjorie. Was sind denn das für Banditen? Man müsste ihnen sagen, wer sich in ihrem Hause aufhält. Das würde ihnen einen Schrecken einjagen. Aber Hoheit, sie hätten sich ihren Untertanen zeigen sollen. Vielleicht wären sie dann geflohen. Ich bitte Sie, morgen früh die Insel zu verlassen. Ich bedauere für Sie nicht, die Verantwortung übernehmen zu können. Ich kann die Lage, in der Sie sich befinden, verstehen. Aber was wird aus unserem Geschäft, Dirksen? Ich denke, dass Sie nach dieser Erfahrung froh sind, wenn Sie bald verkaufen können. Das ist ein Irrtum, Bell Tower. Stellen Sie sich vor, wenn ich die Schnauze voll habe, kommt mir die kalte Wut hoch. Und ich beginne mich zu wehren. Das bekommt mir gut und den anderen meistens schlecht. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie gleich morgen zu Ihrer Maschine bringt. Ich möchte mich jetzt entschuldigen. Morgen sollen doch die Maschinenteile geliefert werden. Ich möchte beim Ausladen dabei sein. Wann erwarten Sie die Boote, Dirksen? Im Laufe des Nachmittags. Stimmt, was in den Ladepapieren steht? Natürlich, aber ich habe die Papiere in meinem Büro gelassen. Doch sicher wird eine Kopie mit dem Frachtgut kommen. Die will ich sehen. Herr Dirksen. Hier haben wir einen, der reden kann. Es ist ganz leicht, ihm die Zunge zu lösen. Er soll sagen, wer meinen Bruder getötet hat. Wer hat Jim Dirksen getötet? Wer war es? Sprich schon! Du kennst den Mörder. Sag mir seinen Namen. Sag, wer es gewesen ist. Los, sag es! Sag es, oder ich schneide dir die Kehle durch. Na gut. Morgen werden wir die ganze Insel auseinandernehmen. Es wird jede Hütte durchsucht und jeder Winkel im Dschungel. Ahmed soll dafür zahlen, das schwöre ich. Und er wird dafür bezahlen. Ich werde nicht eher Ruhe geben, bis er und seine Bande hinter Schloss und Riegel sitzen. Oh, das wäre alles. Jetzt müssen wir schnell handeln. Wenn Dirksen morgen auf den Booten Waffen und nicht Maschinenteile findet, wird er die Zusammenhänge erkennen. Aber was wollen wir tun? Wir müssen die Boote kapern lassen, damit Ahmed die Waffen kriegt, sonst sind wir erledigt. Aber wo ist Ahmed? Das müssen wir rausbekommen. Heute Nacht, das werden Sie tun. Und dann brauchen wir bloß noch die Boote, um zu dirigieren. Marjorie. Was ist denn? Wo wollen dein Vater und Prinz Ali hin? Wohin, das weiß ich doch nicht. Eben gerade sind sie mit der Maschine gestartet. Was regt dich das so auf? Ich... Vielleicht machen Daddy und Ali einen kleinen Inselrundflug. Was steht da? Darling, hab dringende Geschäfte zu erledigen. Bin heute Nachmittag zurück. Bis dann. Immer dein Daddy. Gute Nacht. Kontrolliert eure Gewehre. Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Johnny. Morgen. Haben alle Munition? Ja, Sir. Wir werden die Insel systematisch absuchen, bis wir sie finden. Es kann losgehen. Also, Jungs, auf die LKWs. Ich reite auf die andere Seite der Insel. Ja, Mr. Johnny, wir durchkämmen das Dorf. Und vergesst nicht durchzuladen. Macht schon. Los, kommt! Не козла! Какие-то гору спорги! Durun kalla yar! Di
Vita Belayar, Kifantai Otara. Lekas! Dorf war also keiner? Nein, aber viele Männer sind angeblich zum Fischen rausgefahren. So. Seit wann fischen Sie in der Mittagshitze? Habt ihr euch den Namen gemerkt? Ich weiß, wer Sie sind. Wenn Sie wieder auftauchen, dann quetschen wir Sie aus. Meine Boote aus Manila sind überfallen worden. Was? Ja. Das war sicher Ahmed. Du bist ein kluger Kopf. Er hat die Ladung auf Fischerboote umladen lassen. Ist der andere LKW zurück? Nein, Sir. Wenn er kommt, fahrt zum Dorf zurück und schnappt euch so viele Fischerkähne, wie ihr könnt. Ihr findet mich bei den Booten draußen. Wir müssen sehen, wohin Ahmed die Ladung bringen lässt. Alles klar? Ja, Sir. Ihr begleitet Mr. Johnny. Ich will wissen, wohin diese Bande rudert. Jumbo bringt die Boote zur Insel zurück. Und Beltauers Kisten sind weg. Jetzt wird mir alles klar. Beltauer hat Ahmed Waffen und Munition in den Kisten geliefert. Der Nordstrand ist der einzige Platz, wo sie ausladen können. Sie haben die Segel eingeholt und rudern hin, um nicht aufzufallen. Pepe, wir greifen in zwei Gruppen an. Du von Süden und ich komme mit meinen Männern vom Meer her. Das ist unsere einzige Chance. Dadurch wird ihnen der Rückzug abgeschnitten. Und während sie versuchen, die Kisten an Land zu bringen, eröffnen wir das Feuer. Also es geht los, Jungs. Okay. Zum Nordstrand! Wir müssen uns beeilen! Die Zeit drängt. Wenn die Waffen ausgegeben worden sind, dann müssen wir auf dem schnellsten Weg zur Plantage zurück, damit Dirksen nicht misstrauisch wird. Die Maschine ist startklar. Wir brauchen nur ein paar Minuten und keiner misstraut uns. Hey! Mendaratla! Danankat Balang Balang! Lass als erstes die Waffen verteilen, Ahmed! Angkat Barang! Lekas! Lekas! Doch! Los, du Guli, weiter! Dein Ochse! Was dauert das so lange? Wenn noch einer eine Kiste ins Wasser fallen lässt, den schlage ich tot! Los doch! Mr. Beltauer, wir werden von Dirksen verfolgt. Das ist doch unmöglich. Er weiß nicht, wo wir sind. Er ist nicht so dumm, wie Sie denken. Was sagen Sie dazu? Gib Waffen und Munition aus, dann wird er sich über den Empfang wundern. Stehen Sie nicht rum wie Versteiner. Tun Sie was, verdammt nochmal! Lekas! Idiot! Lekas! Lekas! Buka Lekas! Tajikan! Mr. Beltauer! Was ist denn nun los? Du wirst doch wenigstens die Gewehre verteilen können. Oder auch das nicht mal. Das ist sinnlos. Mit denen kann keiner schießen. Was sollen wir damit? Es dauert Stunden, bis wir sie gereinigt haben.
Ich schlage Ali tot. Ali! Ali, Sie haben die Waffen von Polanyi kontrolliert. Ich bringe Sie um. Ich habe gedacht, und der Unglück ist, dass Sie nie denken gelernt haben. Ahmed, verteil wenigstens Munition und Handgranaten. Na los, das gilt auch für Sie. Ali, bleiben Sie stehen, Sie verdammter Feigling. Kommen Sie her. Ahmed. Ahmed. Die einzige Möglichkeit, den Plan zu retten, ist, wir müssen Dirksen kriegen. Dann werde ich ihn dazu zwingen, den Vertrag zu unterschreiben. Alles Weitere wird sich finden. Ich bezahle dir jede Summe, die du verlangst. Okay. Was hast du gesagt? Oh, Entschuldigung. Beweg dich lieber, du bist eine zu fette Zielscheibe. Ist doch sinnlos, wegzulaufen. Ali! Ali! Helfen Sie mir! Bitte! Belltower, du hättest die Insel nie bekommen. Sie wird mir gehören. Hier kommst du nicht lebend raus. Du sollst verrecken. Achtung, Prinz Ali! Du wirst sterben.
du nur noch Futter für die Haie. Ganz schmerzlos, Johnny. Hast du Angst, dass die Dachsens aussterben? Keine Sorge, ich lebe weiter. Der Bastard Dachsen. Hast du das deinem Bruder Jim auch gesagt, bevor du ihn erstochen hast? Dein Verhängnis ist, du besitzt nur den Verstand eines Affen. Du bist ein primitives Tier und nichts weiter. Bastard! 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 Ich will dir wohl nicht sagen, dass es mir für dich leid tut, Marjorie. Er hat mir nicht gesagt, was er vorhatte. Sonst hätte ich dich gewarnt. Glaubst du mir das? Ja. Dein Vater wollte Macht haben, nicht nur Geld. Solche Menschen lieben nur sich selbst. Um sein Ziel zu erreichen, hätte er alles geopfert. Und er hat ja auch alles geopfert. Ich fürchte, du wirst nie vergessen, wessen Tochter ich bin, Johnny. Aber wenn du es doch kannst, dann würde ich darüber sehr glücklich sein. Na, schaffst du es, Pepe? Ja, aber meine Frau kocht wirklich zu gut. Ich nehme an, du bleibst jetzt in Eldorado. Wir beide passen dummerweise nicht zueinander, schade. Ich liebe dich. Leb wohl, Johnny.
Essen?